Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Fishing a Planet. In Michigan sind wir heute unterwegs, denn hier gibt es noch den dritten neuen Fisch, den wir fangen müssen. Die Marine haben wir schon gefangen, den Sauger haben wir schon gefangen, kanadischen Zander bzw. Und jetzt hier den Clear Muskie, der uns als drittes noch fehlt. Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, das werden wir gleich sehen. Wenn wir ihn fangen, sprich, wir gehen hier zum Sunning Cup. Und gehen mal gucken, oder gucken wir uns erst das Setup an. Was wir benutzen. Ist einfach das stärkste Posen-Setup, was ich so auswählen kann. Mit der Brutus Redfish 4500. 06er Flure drauf. 400 Haken, Scheiner als Köder. 1,25 Meter tief das Ganze. Also von der Tiefe her tut sich da nicht viel zu den anderen Muskies. Und dann laufen wir hier ein bisschen links rum, bis wir an so eine kleine Bucht kommen, wo sie dann drin stehen. Da versuchen wir die dann zu überlisten. Den meisten nicht ganz so häufig, aber ab und zu kriegst du mal einen Haken. Von daher werden wir jetzt einfach versuchen, das hier zu machen. Einzigartig habe ich noch nicht gefangen. Trophies beißen aber durchaus auch. Das ist also nicht das große Problem. So, jetzt sind wir hier. Bleiben wir hier an dem Schiff stehen. Man kann natürlich auch von da vorne angeln, aber hier hast du besseres Ziel quasi als den Baum da. Der Baum ist das beste Ziel, den du haben kannst. Also hauen wir das Ding mal hier so raus. Gut 30 Meter müssen wir werfen. Muss was passen, oder? 28. Na gut, 28. Jetzt denke ich natürlich im Wasser drin. Mit 28 bin ich aber nicht zufrieden, ne? Aber 28 wird wahrscheinlich auch funktioniert. Aber das ist der Aberglaube, ne? Der dann ins Spiel kommt. Machen wir die 30 voll. Komm, werfen wir ein bisschen weiter lieber. Und holen dann ran. Und dann sollten wir da auch gleich den ersten Fisch an Land ziehen. So, 30 Meter haben wir. Also wir warten auf den ersten Biss, der hoffentlich kommt und der hoffentlich dann auch ein Clear Muskie sein wird. Ist meistens so. Gibt ein bisschen Beifang. ab und zu ziehe ich tatsächlich mal einen Zander raus. Ich habe aber schon einen normalen Hecht da rausgezogen. Also könnte durchaus passieren, dass er auch was anderes anbeißt. Aber häufig dann doch der Clear Muskie. Was heißt häufig? Halt von dem Bissen, die man hier bekommt, ist mal einer dabei. Sagen wir es so. Die Bisse sind halt nicht so häufig. Also wir warten jetzt ein bisschen ab und auf was kommt. Man kann natürlich auch mit den Kunstködern fangen. Ist auch kein Problem, aber ihr wisst ja, ich bin mehr so der faule Typ. Also wenn ich hier die Möglichkeit habe, vom Spiel aus den mit der Pose zu fangen, dann mache ich das gefälligst auch. Und versuche dann nicht großartig das mit dem Kunstköder zu versuchen. Treibt mein Köder natürlich so weit rechts ab da, aber was soll's. Der Scheiner bewegt sich halt ein bisschen, der schwimmt da ein bisschen durch die Gegend. Das können wir leider nicht verhindern. Damit müssen wir mal klarkommen. Und dann warten wir einfach mal auf den ersten Biss, der manchmal schon ziemlich brachial kommt, ohne jegliche Vorwarnung, knallt einfach rein. Also beten wir jetzt mal, dass das hier gleich dann irgendwann soweit sein wird. Wenn sich mein Scheiner da denkt, ach ja, ich gehe mal hier das Gewässer erkunden. Na, da kam der Biss, ne? Ohne zu zuppeln, einfach abgezogen. Und damit dann den ersten Fisch, der schön oben ein bisschen Belastungsgrenze reingeht. Und dann hoffen wir mal, dass das der Clear Muskie ist. Ist auf jeden Fall kein Beifang, sagen wir mal so. Schon etwas größer, der Fisch. Also echt größer. Könnte direkt ein Trophy sein, oder? Junge, Junge, was haben wir da dran? Was haben wir denn da dran? Direkt mal hier so einen halben Orca schon wieder an der Leine. So kann es natürlich losgehen. Warum nicht? So, und dann haben wir ihn aber gleich auch gefangen. Da kommt er raus, der Gute. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da haben wir nämlich Clear Muskie in Trophäengröße. Sogar mein persönlicher Rekord ist halt, genau, Muskelang heißt es auf Deutsch, richtig. Das war der Fehler noch. Es ist halt der Clear Muskie, weil er halt diese Streifen nicht hat, ne? Deshalb heißt er wahrscheinlich auf Englisch ein Clear Muskie, weil der normale Muskie halt diese
Streifen bzw. der Tiger Maske hat, nee, ne? Aber der andere Maske hat ja auch so eine Muster da drauf. Und bei dem ist es nur so an der Schwanzflosse so ein bisschen erkennbar noch. Sprich, die Seite ist aber soweit sauber, ne? Also ein bisschen rötliche Flossen. Das ist auf jeden Fall der Clear Musky, den wir fangen wollten und den direkt mal hier als Trophäengröße an den Haken bekommen. Heißt, wir werfen nochmal neu aus. Mal gucken, was uns hier noch so erwartet. So. Wir auf 30 Meter gestellt, wir warten auf den nächsten Biss. Du darfst natürlich hier nicht die Hand von der Maus nehmen, ne? Das ist ganz gefährlich. Wenn nämlich hier der Biss kommt, soll es da parat sein. Und da alles beisammen haben. Es ist echt blöd, dass die gleich heißen. Naja, das ist echt blöd, dass sie in der deutschen Version quasi gleich heißen, weil du kennst überhaupt keinen Unterschied. Gar keinen Unterschied. Und die Unis. Ich weiß nicht, ob sie bis 30 Kilo ranreichen, aber ich denke mal, wenn die Trophys. Die liegen ungefähr im selben Bereich wie die Muskies. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie die Muskies vielleicht. Haben sie die vielleicht rausgenommen? Weiß man jetzt nicht, ne? Ich habe noch keinen gefangen, ehrlich gesagt. Aber ich habe es auch nicht versucht. Von daher weiß ich nicht, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Aber deshalb. War am Anfang so ein bisschen Verwirrung, ob der Musky noch nicht gefangen wurde oder ob der selten ist oder so. Wahrscheinlich, weil auch viele, zumindest für die deutschsprachigen, die englischen, da ist er richtig übersetzt. Aber bei den deutschsprachigen haben vielleicht auch viele gedacht: Oh, guck mal, ich habe Musky gefangen. Weißt du? Weil das heißt ja nicht anders, ne? Das ist halt das Problem. Viele haben es vielleicht einfach weggeklickt. Sagt der Motto, ach scheiße, dann ist er gar nicht. Weil man halt diesen feinen Unterschied beim Model nicht gesehen hat. Wir können uns das gleich mal das 3D-Model von dem normalen Maski angucken. Da sehen wir dann vielleicht mal, dass es da so einen kleinen Unterschied gibt. Aber. Wenn halt der Text derselbe ist, ist das durchaus verwirrend. Aber ich weiß auch nicht, ob es da eine deutsche Übersetzung für gibt. Keine Ahnung. Es sind halt diese amerikanischen Fische, ne? Damit kennt sich eh kein Mensch aus. Außer die Amis selber. Aber hier gibt es da sowas alles. Nicht in den heimischen Gewässern. Von daher müssen wir uns da eigentlich keine Gedanken drum machen. Ich kann mir vorstellen, dass der Einzigartige auch durchaus beißt, wenn die Trophäenfische beißen. Also könnte es sein, dass der jetzt auch in der Stunde tatsächlich zu fangen ist. Aber das sei mal dahingestellt. So, da kommt der nächste Biss. Was haben wir da? Geht der auch nach oben? Ne, der geht nicht so hoch. Er bleibt im mittleren Bereich. Könnte irgendwie normaler sein oder tatsächlich Beifang. Was haben wir da? Oh, die Seite haben wir nicht Beifang. Hecht. Da haben wir den normalen amerikanischen Hecht an der Leine. Fischarten. Hier, pass auf. Hier habe ich eine Kleermaske. Mit so leicht roten Flossen hinten so ein bisschen Muster. Das ist der, den wir gerade dran hatten. Und da, ja, das ist ja gestreift hier, ne? Wie sieht eine Tigermaske immer aus? Ach ja, okay. Noch ein bisschen krasser, der Tigerhecht. Ne? Also, der hat doch die Streifen gehabt. Und hier ist halt dieser Kleermaske, den wir gerade gefangen haben. So. Aber als zweites ging uns ein Hecht an den Haken. Das kann natürlich nicht sein. Also wir versuchen es einfach nochmal. Oder weil wir ein bisschen kurzer Wurf, glaube ich. Oh, 27, RIP. 27. Da machen wir neu. Auch wenn das sowieso scheißegal ist, weil der Fisch eh da hin und her schwimmt. Aber was soll's. So viel Zeit muss sein. So, ein bisschen weiterwerfen. Den passt da auch. So. 30 Meter warten auf den nächsten Biss. Erste Halbe haben schon also zwei Bisse gehabt. Wie gesagt, ne, die Bisse hier sind schon nicht ganz so häufig. Aber wenn, kannst du durchaus mal so ein Clear Musky dabei sein. Einen anderen Spot weiß ich noch nicht, aber den hier gibt es auf jeden Fall. Ob sie noch woanders zu fangen sind, das sei mal dahingestellt. Dafür habe ich das noch nicht genug ausprobiert und geguckt, wo sie denn jetzt zu holen sind. Wir warten einfach mal auf den nächsten Biss, der hoffentlich dann gleich kommt und uns den nächsten kleinen Fisch liefert.
Oder auch einen großen. So einen einzigartigen zum Beispiel. Da würde ich nicht nein sagen. Den würde ich wohl nehmen. Also hoffen wir, dass der hier auch irgendwo rumschwimmt. Der gute. Bin mal gespannt. Mittwoch startet das Turnier, beziehungsweise das Video online kommt, ist das Turnier schon fast wieder vorbei. Wir kommen, glaube ich, jetzt hier am Samstag online. Aber ich bin gerade am Montag am Aufnehmen. Bin mal gespannt, wie das laufen wird. Ihr werdet es dann live in den Streams verfolgt haben. Falls sich das Halbfinale erreicht worden ist, wird heute Abend natürlich das Halbfinale gestreamt. Ansonsten wird erst morgen wieder gestreamt. Aber bin ich mal gespannt, wie das wieder sein wird. Ich werde gleich im Anschluss an das Video noch ein bisschen gucken, wie das mit Alligatorchen läuft. Wird interessant, weil das eine Turnier tatsächlich bei Nacht ist. Das wird sehr interessant. Das eine scheint bei Nacht zu sein. Und die Eventfische zählen nicht. Aber die sind auch noch gar nicht im Spiel, ne? Von wegen Halloween und so. Ist, glaube ich, noch gar nicht im Spiel drin. So, was ist jetzt hier? Kommt da nochmal einer? Oder fangen wir jetzt alle in eine Viertelstunde einen Fisch? Könnte natürlich auch sein, ne? Dann hat kurz vor halb gebissen. Also können so um Viertel vor mit dem nächsten Fisch rechnen. Oder aber auch nicht. Ist auf jeden Fall gerade so der Hochpunkt der Beizeit, sag ich mal. Das habe ich jetzt mal so angefangen. Aber man kann ja natürlich das vorher fangen. Je besser die Beizeit ist, umso besser. Weil es noch die Klärmaskis. Man kann es auch durchaus außerhalb fangen. Da kommt sogar schon die Libelle, so viel fange ich hier. Der absolute Wahnsinn. Ja, es läuft hier richtig. Er läuft hier richtig gut. Oh, da hat aber einer gezuppelt, oder? Da war doch jetzt nicht der. War das nicht der Shiner, oder doch? Pose ich ihn einmal so schief im Wasser. Oder war das, weil die Schnur vielleicht gespannt war? Na. Ja, schwimmt halt genau dahinter, ne? Jetzt siehst du gar nichts mehr. Dann siehst du auch deinen Posenindikator verlassen. Wenn der sagt, da ist einer dran, dann solltest du bis anschlagen. Das war das Blöde, dass du mit dem Kackscheiner da die Position nicht halten kannst. Der schwimmt da lang, wo er will. Und dann sagen wir 8.45 Uhr in-game. Aber noch kein Biss hier. Noch kein Biss zu sehen. Gut, dass wir direkt den ersten eingefangen haben, ne? Sonst wäre das echt mager geworden. Sonst wäre das echt mager geworden. Aber das. Ja, das ist halt. Du fängst die normalen Maskis, fängst halt auch nicht so häufig. Also schauen wir mal, wie das hier klappt. Und ich muss auch gleich mal so auswerfen. Ich lasse die Stunde mal ablaufen. Aber ich glaube, nach der Stunde wird es dann halt schon ein bisschen wieder bergab gehen, weil die Beißzeit dann runtergeht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier gerade auf dem Hochpunkt gefischt. Danach wird es ein bisschen schleppender. Von daher, weiß nicht, ob wir danach noch so großartig was fangen werden. Wenn das hier nicht mal klappt. In der Stunde, ich werfe nochmal neu aus. Hier, komm. Kurz vor Ende lieber nochmal neu versuchen. Schauen sie gerade von der Weißfrequenz schon mal ein bisschen auf Turniermodus um anscheinend. Da wird er wieder genauso gut laufen. Zum Glück ist das diesmal echt wieder ein Posenturnier, ne? Obwohl ich zumindest habe gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube, Alligatorhecht sollte mit Posen zu fangen sein. 10 sogar nur 5 Fische tatsächlich. Auch sehr interessant. Neue Neuerung. Aber mit dem Hintergrund, dass natürlich das Halbfinale und das Finale in Louisiana sein wird, wo dann halt die Trophäenfische teilweise bis über 40 Kilo schwer werden. Das ist natürlich dann mit 5 Fischen die 200 Kilo im Kescher voll. Und deshalb ist das
so geregelt, dass es da dann halt diese Beschränkung gibt auf nur 5 Fische. Auch für die ersten beiden Quali-Runden anscheinend gilt. Das wird interessant. Wird dann alles enger zusammenrücken, ne? Weil 5 ist natürlich nicht so eine Differenz wie bei 10 Fischen. So, was haben wir hier noch? Kriegen wir noch einen an Land oder was? Oder eher nicht so. Spektakuläres Angeln auf den Klimaski. Also wenn ihr den fangen wollt, braucht ihr auf jeden Fall eine Menge D Geduld. Das kann ich euch sagen. Topfisch. Topfisch. Dagegen beißen die anderen echt schon sehr gut. Aber dieser Maski hier ist echt ein kleiner Seuchenvogel. Hält sich alles ruhig da, ne? Kein Zupfer, kein gar nix. Und dann irgendwann schlägt er zu. Aber wann? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage, die sich stellt. Nur er kommt nicht. Er kommt nicht, der Kleine. Er kommt einfach nicht. Wo ist er denn? Fisch? In einer Ingame-Stunde zwei Fische gefangen. Wahnsinnsbissfrequenz. Absolut atemberaubend. Aber gut, dass man die von Land fangen kann. Ich glaube, vom Kajak aus hätten wir da wieder richtig Spaß gehabt. Oh, guck mal, da kommt der Biss. Da hätten wir richtig Spaß gehabt vom Land aus. Oder vom Kajak aus, weil wir hätten Eskimo-Rollen gemacht bis zum geht nicht mehr. So, ist auch wieder ein Trophy oder was? Oder was haben wir da diesmal? Auf jeden Fall größer als ein Hecht. Sagen wir mal so. Ich dachte, wir da sogar ein Uni da dran haben. Ja. Aber ich denke eher, das wird wieder Richtung Trophäenfisch gehen. Den wir da an der Leine haben, weil so viel Druck macht jetzt auch nicht. Wir kriegen halt nur nicht gekurbelt. Aber das ist ja erstmal nichts Neues. Auch bei Trophäen nicht. So, komm her, mein Kleiner. Jetzt kriegen wir den. 9 Meter noch. Dann haben wir den gleich aus dem Wasser. Ungefähr jetzt. So, was haben wir? Ist auf jeden Fall ein Clear Muskie, den wir da haben. Sieht sogar groß aus. Sieht gut aus. Sieht als nicht groß aus. 8 Kilo nur, der macht so einen Dampf. Was hat der denn gegessen? Anabolika oder was? So, aber auch hier sehen wir eine Schwanzflosse unten, die Streifen wieder, rote Flossen. Ganz klarer Fall von Clear Muskie, den wir da haben. 1000 Silber bringt er nochmal, wenn wir den fangen. Können wir auswerfen. Ich glaube, jetzt zu der Zeit wird es ein bisschen eng mit den Muskies, aber was soll man sonst machen? Versuchen wir also mal noch ein bisschen was zu fangen. Ob da noch ein Biss kommt oder nicht, werden wir sehen. Ansonsten haben wir mal zwei Stück gefangen in der einen In-Game-Stunde. Was bei den Muskies, bei den normalen Muskies, tatsächlich auch so meistens der Fall ist, wenn man da so angelt, dass man da so ja, mal zwei in der In-Game-Stunde fängt auf Pose. Mal drei, mal vier, ja, aber die beißen halt auch nicht so häufig wie die Hechte, ne? Wenn du auf Hecht angelst oder sowas hier, die amerikanischen Hechte, die beißen natürlich viel, viel häufiger. Bei den Muskies ist das ein bisschen was anderes und dann tut sich der Clear Muskie nahtlos einreihen in die Wahnsinns Bissfrequenz. So, jetzt haben wir tatsächlich nach 9 Uhr ins Wasser geworfen. Gucken wir mal, dass wir hier noch vielleicht der Biss kommt. Beißzeit sinkt aber jetzt, wie gesagt, von daher rechnen wir uns erstmal nichts aus. Wenn man einen normalen gefangen, einen Trophy, fehlt eigentlich nur noch der Uni in der Sammlung. Könnte jetzt mal anbeißen, ne? Warum nicht? Why not? Kilo an meinem Kescher. Gut, da ist noch eine mit drin, ne? Der Hecht. Aber was soll's? Ich bin gespannt, irgendwann mal so. Gibt es eigentlich so ein Hechtturnier? Nee, ne? Hechtturnier gibt es nicht, oder? Aber ich meine, es ist ein monatliches, so ein kleines. Gibt es auch so ein kleines Hechtturnier? Ne, Zander-Turnier gibt es in Michigan, ne? Gibt es gar kein Hechtturnier? Wird mal Zeit für eins. Das könnte interessant werden.
Könnte auch interessant sein, ob man die vielleicht sogar mit Oberflächenköder fängt, hier die Maskis. Ob man dann vielleicht mit einem Frosch oder so mal wieder was reißen kann. Ne? Sollten wir vielleicht mal wieder die Topwater-Köder auspacken und die Topwater-Routen. Und dann mal gucken, ob wir hier so ein paar Fischlein an Land ziehen. Aber ich hoffe echt, dass wir es mit dem Kajak dann in den Griff bekommen, dass du dich da nicht die ganze Zeit überschlägst oder so, weil das macht den Drill halt echt ein bisschen für den Arsch. Ich meine, klar, ja, der Fisch zieht, aber du. Also, keine Ahnung, wenn du so Kajak hast. Ich habe noch nie vom Kajak aus geangelt, aber ich. Der 500 Kilo Eishai gefangen hat, der hat auch keine Eskimo-Rolle gemacht, ne? Und wenn du bei so einem 10 Kilo Fisch schon eine Eskimo-Rolle nach anderen machst, ist ein bisschen störend. Das heißt, wäre ganz nice, wenn wir das auf jeden Fall fixen soweit. Und dann das ein bisschen, oder ist das dann ein bisschen spielbarer damit machen, dass man da dann die Möglichkeit hat, auch vielleicht vom Wasser aus größere Fische zu fangen. Aber wie es aussieht, kriegen wir hier jetzt erstmal keinen Biss mehr. Das heißt, wir werden die Folge hier an dieser Stelle beenden. Zielfisch ist auf jeden Fall gefangen worden. Können wir also fangen, sogar in Trophäengröße hier. Einzigartig. Bleibt noch zu konfirmen, aber ich denke mal, den wird hier auch zu holen sein. Haben jetzt so kein Glück gehabt bei der Bissfrequenz. Aber gut, was soll's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es mir gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich darüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.